Was macht jetzt der Redner, der kein PowerPoint hat? Der braucht einen Trick. Und der Trick besteht darin, die Rede einfach zu schreiben, auszudrucken und am Ende einfach vorzulesen. Okay, jetzt sieht das vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn er einfach nur vor den Leuten stünde und sich ein Blatt Papier vors Gesicht hielte und alles abläse. Deswegen braucht man einen weiteren Trick. Man sucht sich einfach ein Rednerpult. Ein Rednerpult bietet einen unglaublichen Schutz vor dem Publikum. Man braucht sich nicht nackt vor die Leute stellen und die ganze Zeit darüber nachzudenken, was mache ich mit meinen Händen? Das Publikum hat auch einen großen Vorteil. Wenn man hinter dem Pult steht, sieht das Publikum lediglich ein Gesicht und den Mund, der auf und zu geht. Da lenkt nichts vom Inhalt ab. Da kann man sich zu 100% auf die Rede konzentrieren. Keine Gestikulierung, keine optischen Verschmutzungen. Herrlich! Das Schreiben der Rede hat auch noch weitere Vorteile. Ich bin in dem Moment, da ich den letzten Buchstaben getippt habe, mit der Vorbereitung fertig. Ich weiß außerdem ganz genau, wie lange meine Rede dauern wird. Es ist auch so, dass beim Vorlesen mir nicht es passieren kann, dass ich vielleicht irgendetwas sage, was ich gar nicht wollte und dann später bereue. Ich werde zu 100% das sagen, was ich sagen will. Es ist auch so, dass das Vorlesen ja viel einfacher ist als das freie Reden vor dem Publikum. Jeder Grundschüler kann vorlesen. Also, wenn Sie kein PowerPoint haben, schreiben Sie die Rede und lesen Sie einfach vor.